Hallo Leute und herzlich willkommen zu Stardew Valley im Multiplayer-Modus ohne den Bloody, aber dafür mit dem Schakal. Wir sind die Mario-Brüder und bauen hier auf der St. Peaches Farm unsere Farm auf, ne? Ich werde mich jetzt direkt mal wieder entstummen und dann sagen wir mal gemeinsam Hallo. 4, 5. Hallo. Hallo Lumpy. Guten Tag. So, ich werde jetzt hier mal ingame die Musik doch wieder ausmachen, weil irgendwie die ist mir zu selten und bla. So, mach ich andere Musik an. Und dann passt das. Wie, morgen. Ich hab Pastinaken, Alter. So, ich bereite dann gleich dein Pastinakenfeld noch mit vor. Boah, das war echt freundlich von dir, ey. Ich gieß dafür deine Pastinaken. Jawohl, das ist Teamwork. So wird's gemacht. Ja, Mann. Nämlich krasse Mario und Luigi Bauern. Erst war gerade Leber ausgebuddelt. Jawohl! Du Swine. Wieso Swine? Dann ich würde sagen, warte mal, du hast jetzt für deine Pastinaken auf jeden Fall noch Platz. Hier unten mache ich mal separat noch 1, 2, was wir so an Gemischsaat noch kriegen. Zack. Jawohl, ich pinkel dir erstmal noch ein bisschen. Ja, pinkel mal noch ein bisschen auf meine Saat. Alles schick. Das ist meine Saat. Das ist meine Saat. Meine, deine, unsere. Das ist unser Hof. Hier wird gemacht, was ich sage. Das ist ein sozialistischer Hof. So, kann ich den Baumstamm eigentlich schon wegholzen? Nö, deine Axt ist nicht stark genug. Ja, nee, für den Stamm brauchst du eine Level 3 Axt. Okay. Huch. Und dann machen wir noch ein bisschen Holz. Was? Wie? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe eine Pickaxe in der Hand. Ich bin ein Trottel. Achtung, Baumfeld! Boah, da könnte ich gerade so weggehen jetzt. Das wird gleich mal hier alles gesnackt. Ich sammle erstmal ein bisschen Holz. Oh ja, und ich werf dir mal mein Holz hier hin. Holz. Wutz. Kannst du da mitnehmen und ich gehe jetzt erstmal weg. Ich gehe einkaufen. Shopping. Genau. In der Zeit, wo wir jetzt hier noch beschäftigt sind, wird der Lobby schon mal in die Stadt gehen und ein paar Bohnensamen kaufen. Bohnen. Bestellen, wollte ich gerade sagen. Bohnen. Ganz einfach deswegen, weil Bohnen im ersten Jahr relativ viel Ertrag abwerfen. Hm. Naja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich super, super viel ist, aber die bringen halt uns im ersten Monat immer wieder was. Und wenn die halt direkt wachsen, dann bringen die halt früher immer wieder was. Naja. Super nice. Ich weiß auch schon ganz genau, was wir im Sommer machen. Das wird richtig krass, Alter, sag ich dir. Money! Also man muss dazu sagen, der Lumpy ist schon ein bisschen spielerfahrener als ich. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir werden das trotzdem hier versuchen, auf höchstmöglich professionelle Art irgendwie zu spielen. Ich gehe ins Bett. Ist schon soweit? Ja, ich will ein bisschen ausruhen, mal kurz. Ja, das kann man machen. Mal schön. Mittagsschläfchen. Die Lea sieht ja süß aus bei mir irgendwie. Der Lumpy hat mir nämlich erzählt, dass wenn ich mich nur kurz ins Bett stelle, dass ich dadurch meine Energie wieder aufladen kann. Mhm. Für die es noch nicht wissen, das geht. Das ist wie im echten Leben. Du stellst dich ins Bett und schon bist du wieder wach. Irgendwie passt die Musik nicht zur Stardew Valley, die ich anhabe, aber das ist kein Problem. Also hast du deine Playlist schon an, oder was? Ja, weil also die Musik von Stardew Valley, eigentlich mag ich sie, aber die ist mir nicht dauerhaft genug, sag ich mal. Ja, ja, ich werde es vielleicht auch für die erste Folge vielleicht die Standardmucke mal noch lassen. Lol, mein Fernseher hat sich gerade deaktiviert. Warum ist der ausgegangen? Ich laufe jetzt hier einfach mal so hoch und runter. Hier geht heute irgendwie alles schief, ey. Ja, ich weiß nicht, was ich mache. So, dann mal sehen, ob ich jetzt hier wieder umschalten kann. Ohne, da gibt es nämlich mein blöder Fernseher, den ich als Monitor missbrauche. Der geht nämlich gerne mal. Oh, der ist sich selbstständig. Hast du vorbildlich den Energiesparmodus an? Nee, ich habe ja. Das Sidepanel von dem Fernseher ist einfach kaputt und das macht sich manchmal selbstständig. Das ist ziemlich dumm. Das ist etwas dämlich. Deswegen laufe ich jetzt links, rechts, damit man auf dem Bild auch noch was sieht, was ich hier tue. Ja, also, hier ist er. Luigi, was machst du da? Warte mal, HDMI 1, das ist doch aber um HDMI 2 drin. Mein Fernseher ist richtig rattendumm. Ich bin ja ein Bob, Alter. Pass auf. Folgendermaßen. Ich kann doch einfach im OBS weiter gucken und spielen. Das geht natürlich auch. So. Ich habe schon ein bisschen was an Holz zusammengefahren.
122 habe ich jetzt. Ich mache uns direkt mal zwei Kisten, wenn das für dich in Ordnung ist. Das ist sehr gut. Ich guck mal eben noch, wo wollen wir die Bohnen hin tun? Die Bohnen? Ach so, ja, stimmt. Jetzt habe ich natürlich schon so weit oben angesetzt. Da machst du hier auf der Höhe quer. So, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das war irgendeine Sprache, muss das gewesen sein, die ich gerade. Aber bestimmt Schwedisch oder so. Machen wir grün für was auch immer und blau. Ne, warte mal, haben wir hier so leichten braunen Schwarz, Schwarzton? Schwarzton. Und ein Kartoffelfeld können wir noch machen. Für halt die Baumaterialien, sage ich jetzt mal. Die schwarze Kiste für die Baumaterialien. Und der Rest passt so. Ich brauche noch 4 für Kartoffeln. 4 für Kartoffeln? Was soll ich denn da hin tun? Und die Kartoffeln ein bisschen woanders machen? Wollen wir die vielleicht? Nö, also ich würde schon so, dass wir das alles so ein bisschen. Warte mal, 1, 2, 3. Da muss jetzt der Stein noch weichen. Oh. 4. Mach dann unten mal bitte das Feld weg, weil ich bin kurz vor der Erschöpfung. Kritische Erschöpfung. So, guck mal, da geht doch. Jawohl, das würde ich sagen, für den ersten Tag schon üppig. Ja, und ich werde jetzt hier noch. Hacken. Genau, der Lumpy hackt jetzt hier ein bisschen, ganz einfach, um sein Farmlevel ein bisschen zu steigern. Kann man natürlich dann später noch alles wieder wegmachen. Wenn wir gucken, dass wir das ein bisschen ausgeglichen machen, alle Beete, ne? Jawohl. Guck mal, das ist aber auch so schon. Eigentlich ist es auch hübsch, was ich hier tue. Mal schön Lehm ausgegraben. Oh, nein, das wollte ich abgeben, das. Gib mir das. Und noch eins. Das ist super langweilig, was ich hier eigentlich tue, aber es ist zuträglich. Geht doch. So, das mache ich jetzt hier noch fertig. So, und jetzt nehme ich meine Axt in die Hand und dann werde ich jetzt mir noch ein bisschen Holz hauen. Wo ist eigentlich meine Hütte genau? Ich mache noch ein bisschen Holz. Ich guck mal, deine Hütte ist direkt da oben. Ach, guck an. Ich mach mal ein paar Holzpfade. Wir wollen ja auch ein bisschen was fürs Auge machen, obwohl Stein. Ja, Stein hält länger, ne? Aber sieht nicht so geil aus, finde ich. Aber. Erkenne erstmal, ich habe jetzt hier so ein bisschen Stein. Wir machen jetzt einfach mal Stein, oder? Hier zwischen die Felder. Zack, 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 zack. Es macht sich tatsächlich auch einfacher mit dem Platzieren mit Controller. Brauchst du das nur gedrückt halten, dann kannst du schön ja, hier die Stein. Pass mal auf, du kannst ja sogar mal in die Option gehen. Da gibt es irgendwo, dass man immer Werkzeug Zielort anzeigen, zum Beispiel. Ja, genau, hat er. Ah, dann. Ist ausgezeichnet. Ja. Vorbildlich. Vorbildlich. Oh nein! Nein, das wollte ich nicht. Da kommen die Schmetterlinge. Oh, 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 nein, ich bin super hardcore müde. Da bin ich wieder. Ich bin langsam, Mario. Es geht in Bette. Ich bin ein bisschen erschöpft. So, ich guck mal im Wetterbericht rein. Wetterbericht. Willkommen bei Kosu 5, dein Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Yes, brauchen wir schon mal nicht gießen. Ich verlasse mich nicht auf den Wetterbericht in diesem Spiel, ne? Echt nicht? Ich dachte immer, dass. Ja, es ist so akkurat, ist er nicht. Oh, guck mal, jetzt gerade hat draußen jemand das Licht ausgeschalten. Ich liege im Bett, ich warte auf dich. Also quasi darauf, dass du. So, entschuldigt. Das rein. Guck mal, ich packe mal in die grüne Truhe, packe ich mal eine Blume. Die wir dann ins Buch einkleben und die anderen Blumen, die verkaufe ich mal. Sollst du ins Bett gehen? Ja. So. Muss ich wirklich holen? Ja, ich bitte drum. So, ins Bettchen. Jawohl. Mal schauen, ob es regnet. Guck mal, aber schon unser erstes Geld verdient, ey. 60 Glocken. Jawohl. Zweiter Tag im Frühling, Jahr 1. Da guck, Alter. Am Arsch mit Regen. Am Arsch mit Regen. Wir haben Post. Post. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willy. So, dann machen wir erstmal, wie man den Tag halt immer so beginnt. Ein bisschen gießen erstmal. Dann hat man das bisschen Hofarbeit schon mal weg. Oh. Ich habe gerade außen deine Steine gegossen, es tut mir leid. Ich schäme mich. Schlimm. Waren sowieso dreckig, also von daher. So. Oh, hier, guck mal, der Stein, der stört mich schon den ganzen Tag.
Oh, Kohle. Dann machen wir erstmal ein bisschen Steinarbeit. Also mit der Angel können wir uns von mir auch Zeit lassen, weil Fische angeln bringen jetzt nicht so hardcore viel Geld. Ich würde erstmal prinzipiell. Ah, und ein Tipp schon mal von mir. Und zwar, wenn ich irgendwo drauf haue, dann brauchst du nicht mit draufhauen, weil das geht dadurch nicht schneller. Okay. Na, hätte ja sein können. Ich bin schon wieder energiemäßig relativ leer. So, ich sammle das mal hier ein. Ne, Energie geht bei mir noch. Und dann hier mal ein bisschen von dem Krempel hier weg. Oh, Mixed Seeds. Ja, Mixed Seeds ist neben Kartoffeln. Wenn du da was pflanzen möchtest. Alles klar hier. Tu dir keinen Zwang an. Aber ich glaube, ich werde vielleicht nochmal irgendwie gucken, dass ich hier. Lass mir durch. Dass ich hier mal Leute suche, damit wir die Mine aufbekommen. Nicht nur damit wir in die Mine rein können, sondern in der Mine bekommst du auch das Schwert. Mit dem Schwert kannst du die Büsche weghacken, ohne dass es Energie kostet. Aha. Voll die Pro-Tipps, Junge, das habe ich auch noch nicht gehört. Also ich habe mir schon mal so ein kleines Tipps und Tricks-Video angeguckt, aber davon war noch nie die Rede. Guck mal, das ist Linus, unser lokaler Hobo. Wer ist wo, was, wo? Linus, unser lokaler Hobo, der ist ganz im Norden an seinem Zelt und schimmelt da vor sich hin. Wo bist denn du jetzt? Ich laufe hier gerade rum und suche Menschen. Du kannst dich doch nicht alleine lassen, Mensch. Ich habe doch Angst. Ach so. Weißt du doch. Jetzt bin ich bei Demetrius. Demetrius ist. Also warte mal, du bist hier, warst du gerade beim Penner? Entschuldigung, beim Obdachlosen. Das ist der Hobo. Also. Guck mal, hier kannst du auch noch mit Robin gleich mal sprechen. Ich halte sie auf. Hier geblieben. Müssen wir das beide abschließen, ja? Ja, ja. Also, du bekommst dadurch Geld, wenn du es abschließt, ne? Und hier oben ist noch Demetrius. Demetrius. Bekommst 100 Gold Demetrius durch die Quest und die kann jeder von uns abschließen. Ah, also aber ich weiß nicht, ob ich es abschließen muss, damit die Mine aufgeht. Also ob ich es auch abschließen kann, damit die Mine aufgeht, oder ob du das alleine machen musst, also selber machen musst. Mhm. Das weiß ich. Gehe ich mal schnell noch zum Obdachlosen hoch. Ja, ich gehe schon mal runter zur City. Hallo, hallo? Jemand Fremdes, hallo? Ich bin nicht fremd, ich wohne seit 200 Jahren hier, hat bloß keiner mitgekriegt. Eine Blume mitnehmen. Die Narzisse. Nee. So. Ich höre dich schon wieder irgendwas machen. Hier ist eine Geode, falls du die mitnehmen möchtest. Oh, warte mal, hier ist noch eine Narzisse. Hier ist noch eine Narzisse. Ah, wobei, ich kann auch einfach hier den Stein wegwerfen. Zack. Bist du jetzt in der Stadt? Ich bin gleich in der Stadt, ja. Ich bin in der Stadt. Ich höre dich irgendwo rumstapfen, Junge. Hallo. Nee, das ist Marnie. Marnie. Aushilfe gesucht. Hat irgendjemand vielleicht wilden Meerrich übrig? Linus. Hab ich nicht, nee. Oh, ich habe angenommen. Na, ja, das blöd. Ist nicht schlimm. Das tut nichts. Guck mal, hier ist Alex. Hallo, Alex. Dann gehen wir hier noch in das Haus rein. Oho. Hier geblieben, alter Mann. Wo ist denn der? Da ist George, Alter. George ist eigentlich ganz nett, aber er ist Fremden gegenüber, ist ein bisschen grumpy. Grumpy Grandpa. Grumpy Grandpa sozusagen, ja. Guck mal hier. Ein wunderschöner Wohnwagen. Oh, der ist leer. Hier wohnt nämlich Pam und Penny. Aha. Und du kannst, irgendwie habe ich gelesen, dass du kannst Pam ein Haus bauen, damit die nicht mehr im Wohnwagen wohnen muss. Oh, warte, lass mich die nehmen. Dann oh, sorry. Okay. Warte, dann lass mal hier weggehen. Hör mal auf. Dann stacke ich die nämlich. Ach so, du kannst die stacken. Profi, freilich. Guck mal da, Junge, habe ich hier voll die Fräse geworfen. 4 Narzissen. Soll mir irgendjemand Blumen schenken? Ja. Oh, ja, ja. Ah, also, das ist Gewohnheit aller Gewohnheit. Der Luther King. Hier, der Onkel, der Schmied. Martin Luther King. Alles klar. Hallo, ich bin Clint. Ich werde gleich mal meine Geode aufbrechen. Du hast eine Geode? Ja, die habe ich gefunden. Die stak da in dem Stein drin. Zack, oh, Alter. Gott. Boah, geil. Guck mal, direkt hier, Alter. Malachit. Hier, guck dir den mal an, ey. Zack. Ist er nicht nice? Muss ich gleich ins Museum bringen? Freilich.
Sehr schön. Dann auf ins Museum. Hallo, Herr Museummann. Oh, hier ist was los. Hier ist der Vincent. Ich brich das hier mal. Hier ist die Jazz. Und Penny. Leonard und Penny. Den Dude kann ich so nicht ansprechen, muss ich von vorne machen. Penny sieht auch nicht schlecht aus, Alter. Hallo, willkommen im Sterntaler Archäologiebüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralien da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Da stand gerade tatsächlich da, dass du was gespendet hast. Ja, Mann, mega nice, oder? Aber ich sehe es nicht, dass du... Ach, oh, nee, warte, war wir da rechts. Achso, wurde bei dir auch gerade das Hofbuch aktualisiert? Moment. Wie komme ich da drauf? Mit dem Share-Button ist es bei uns bei der Controller. Ah, coole Sache. Warte mal, welches ist das? Archäologe hieß das bei mir. Hatte ich gar nicht. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil ich keine Geode aufgesammelt habe. Hier unten. Hier ist ein Dude. Oh, da ist Elliot. Elliot. Der krasse Dude vom Strand. Apropos Strand. Wollen wir gucken, ob wir noch was finden zum Sammeln? Ja, können wir. Ah, jetzt kommt doch noch der Angelmann. Ich bin full. Ich brech das bei mir ab, weil interessiert keinen. Wie kann ich das abbrechen? Auch mit Share-Button. Hallo. Okay. Jetzt hänge ich hier gerade so ein bisschen. Ach, ich habe keinen Platz. Ah, Scheiße. Okay, dann hauen wir mal die vier Büsche raus. Warte, wirf's nach links oder so. Du kannst Sachen links aus deinem Inventar nämlich rauswerfen. Mhm. Hast du jetzt mehrere Tische gefunden? Nee, das ist Lauch. So, das bin ich. Lauch essen? Nein, ich will nicht die verfickten Ficky Lauch essen. Ach so. Ne, dann lass ich mal. Geh mal noch klar hier. Mit 300 Stücken Holz kannst du die Brücke reparieren. Alter, das ist viel zu laut hier, ne? Es geht. Also bei mir geht's. So eine Venusmuschel habe ich bereits aufgesammelt. Oh, die Venusmuschel. Würde ich doch meinen, wollen wir zurück zum Hof oder willst du nochmal in die Bar? Ja, wir gehen jetzt nochmal in die Bar, den Leuten auch nochmal guten Tag sagen. Wo ist denn die Bar überhaupt, ey? Na, hier oben links. Jetzt komme ich hier schon wieder nicht raus. Ja, ist zu kurz noch, oder? Geht mir ständig auch so. Ja, Stardrop Saloon. Mal, das wieder Pam. Feindliche Übernahme. Hallo, ich bin Pam. Die Steroiden-Mutti. Nee, das ist die Doof-Alkoholikerin. Da kann man es natürlich auch nennen. Oh, guck mal, da kommt Shane. Das ist aber Shane. Was willst du hier? Geh bitte. Ja, gut, Mann. Das ist so ein richtiges Jojo-Opfer, Alter. So, gehen wir zurück auf den Hof, ja, ne? Ja, würde ich sagen. Warte mal. Hier kommt gerade noch jemand angelaufen. Halt, stehen bleiben! Sie sind verhaftet wegen sexy. Das ist ein voll cooler Spruch. Okay. Machen wir noch ein bisschen Hofarbeit, oder? Ja, ich kann nichts machen. Bisschen Energy habe ich auch noch. Hier oben ist noch eine Pflanze. Oh ja, die brauchen wir auch noch. Das ist eine wilde Pusteblume, keine Ahnung. Ah, warte mal, hast du noch irgendwas, was ich dir geben kann oder so? Hast du Holz im Inventar oder Harz? Ja. Holz, Harz, Muschel, kannst du mir alles geben. Zack. Yay. Das ist natürlich praktisch, ja, dass man sich so ein bisschen ja. da reinteilen kann. War natürlich ein bisschen für uns anfangs ungünstig sein wird. Wir müssen insgesamt 8000 ausgeben für Rucksäcker, also für jeden 4000. Aber das geht schon. Huch. Das kommt was kaputt gegangen, ein Saatidrop. Hä? Ich muss mich mal räuspern. So, ich pack erst mal hier. Was ist denn hier passiert? Steinholz. Eine gemischte Saat war das. Du weißt, wo sie gepflanzt wird. Like hier. Ich habe sogar drei. Oh, na dann müssen wir definitiv nochmal anbauen. Und zwar eins, zwei, drei. Geh schon mal rüber. Und gieße den Quark. Hä? Es waren nur zwei? Hm. Okay. Ja, ist bei mir gerade alles ein bisschen klein. So, ich packe hier... Muscheln verkaufen? In die rechte Truhe hier... Ja, kannst du verkaufen. Das da rein, das da rein. Die Muscheln, die finden wir sowieso ständig.
fäll mal noch schnell einen Baum. Ein Bäumchen? Ein Träumchen-Bäumchen. Ist alles so dunkel hier. Was ist das? Ach so. Was ist das? Ach, ich stell mich einfach mal hier hin. Ist da vielleicht ein legendäres Schwert aus dem Baum? Ja, alles klar. Ich kann es mal fett in die Kiste packen. Achso, es kam bloß immer einer in die Kiste. So. Ah, ich werde uns mal noch hier eine Truhe bauen. Pack die, stell die neben dein Haus. Ich wollte mir eine Kiste in mein Haus stellen, damit ich da mein Werkzeug reinhauen kann. Ah. Willst du auch eine? Das ist ja, gerne. Da. Da ist er. Jawohl. Dann kann ich mal das Licht anmachen hier. Das geht ja, ja mal gar nicht. Da kommt meine Kiste. Ich da jetzt erstmal rein. Die Sense brauche ich nicht. Die Hacke, ja, brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Der Angel lässt du erstmal drin? Die Angel, die lasse ich bei mir in der Kiste. Okay, also nur Axt, Spitzhacke und Gießkanne. Ja, das muss ich so denken. So, jetzt geh ich mal wieder durchgucken. Mal gucken, ob meiner stimmt. Willkommen! Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Mhm. So, ich gehe ins Bett. Same here. Ja, liebe Freunde, würde ich sagen, wir sind am Ende unserer ersten Folge angekommen, bevor ich hier das Level abbestätige. Gucken wir nochmal, was wir bekommen haben. Axteffektivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neue Herstellungsrezept. Wilde Saat für den Frühling. Und Müsli Riegel. Super Riegel. Müsli Riegel. Ja, super cool. Auf jeden Fall. Es war mir eine Freude. Es war jetzt der zweite Tag, ne, den wir schon geschafft haben. Ja. Also werden wir wahrscheinlich pro Folge 2 Tage immer machen. Ja, das kommt immer so drauf an, wie lange man da macht. Manchmal, also es gibt viele, viele Tage, da bin ich schon 18 Uhr ins Bett gegangen, weil ich einfach nichts mehr zu tun hatte. Hör mal, das kommt drauf an, ob man da noch so ein bisschen rummacht. Ich würde einfach mal sagen, ja? So eine Folge so zwischen 20, 30 Minuten wird schon drin sein. Alles klar, dann würde ich sagen, ich starte dann die nächste Folge mit dem nächsten Tag. Also warte ich jetzt hier noch mit Ock drücken und drücke dann gleich Ock. Und ja. Der Lompi und ich, wir danken euch fürs Zuschauen und macht's gut. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, denn über diesen Support würden wir uns freuen. Dadurch wissen wir, dass ihr gerne mehr davon sehen wollt. Macht's gut, also bis dahin und tschaußen. Definitiv. Tschüssi.